Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder zu Gröbels gröbigen Wiesenschmankerl. Heute wollen wir uns über den Altmünchner Leberkäse unterhalten. Wen suchen wir jetzt da raus? Das sind keine. Sie vielleicht. Sie schauen mal so aus, als seien Sie wissen, was ein Altmünchner Leberkäse ist. Nein, ich bin kein Altmünchner, ich bin ein Oberpfälzer. Ein Oberpfälzer? Ein Ringsburger. Ein Ringsburger? Ja. Okay, dann reden wir mit Ihnen jetzt über den normalen Münchner Leberkäse. Mit was wird der Münchner Leberkäse in seine Formen eingeschlagen? Nimmt man dann Vorschlaghammer, ein Zimbim oder lieber etwas geschmeidig so? Ja, mit der Hand halt. Mit der Hand? Echt? Ja, Fralle. Sind Sie Metzger? Nein, ich bin ein Bäcker. Ein Bäcker? Ja. Aber ein Bäcker, beim Bauer, da schlagt man auch, gell? Kein Metzger, sondern ein Lorbischmied. Ein Lorbischmied? Ja. Und Sie sind von Ringsburg? Ich bin ja geborener Ringsburger, aber ich bin schon seit 1960 Minger. Beim Palaner habe ich 41 Jahre gearbeitet. Was haben Sie gemacht? Da war ich 30 Jahre Bierfahrer und 11 Jahre war ich dann noch im Büro. Das ist ja herrlich. Ja. Ich bin Bierfahrer, Bäcker gelernt. Das hat natürlich den Vorteil, man muss nicht so früh rausgehen. Das ist schon schick. Ja, schauen Sie mal her. Wissen Sie, was das ist? Ja. Das ist erstens für Sie und zweitens was für Wurst. Ja. Was ist das für Wurst? Das ist eine polnische, oder? Nein, das ist keine polnische. Nee. Eine polnische ist vielleicht, da gehen drei polnische raus. Ja. Nein, das ist eine Cabanossi. Ah, Cabanossi. Nehmen Sie Cabanossi. Ja, Frau, jetzt weiß ich es wieder. Ich gratuliere. Simmel habe ich ja selber dazu. Ne? Super. Also, schön, wir wissen. Schönen Arbeitstag noch, gell? Ja, nein. So leicht kann man glücklich machen, wenn Sie aus dem Dienst sind und irgendwann Bierfahrer waren. Was es gibt auf der Welt. Zurück in unser Wiesenstudio.